ich bin Henning Schulz, ich bin 42 Jahre alt, ich stamme aus dem Kreis Gütersloh, ich bin in Brockhagen aufgewachsen, lebe seit 2013 wieder mit der Familie hier in Gütersloh, bin Stadtbaurat bei der Stadt Gütersloh und ich möchte Bürgermeister hier in Gütersloh werden und bin der Kandidat der CDU für Gütersloh. Wir haben jetzt hier Platz genommen in unserem Wohnzimmer hier mitten auf dem Berliner Platz und wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir legen direkt los mit der ersten Frage und da haben wir eine Frau interviewt und zwar eine Einzelhändlerin und das hören wir uns jetzt erstmal an. Mich würde interessieren, wie es in Gütersloh in der Innenstadt mit den vielen Leerständen weitergehen soll und was geplant ist, wie der Einzelhandel gut unterstützt werden kann. Genau, in der ersten Frage geht es also um die Leerstände. Sieht man ja vielerorts in Gütersloh. Jetzt wäre die Frage, ob man da oder wie man da was ändern kann, natürlich. Ja, das Thema Einzelhandel ist einfach ein Dauerthema, ein brennendes Thema. Die Fachleute sagen uns, Handel ist Wandel. Letztendlich bestimmt natürlich das Kundenverhalten, Stichwort Internet, Versandhandel, das Einkaufsverhalten der Menschen und verändert somit die Innenstädte. Und natürlich, wir spüren das in Gütersloh auch, gerade in den Nebenlagen oder die Lagen, die früher noch gar keine Nebenlagen waren, gibt es Leerstände, verändern sich Dinge. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, um das sich Stadt immer kümmern muss, immer kümmern wird. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, die Gesamtattraktivität der Innenstadt immer im Auge zu behalten. Und ich glaube auch, es wäre ein wichtiges Signal, wenn die Gütersloher Innenstadt sich auch profilieren würde. Profilieren, damit meine ich, beispielsweise in Bielefeld wird jetzt gerade ein großer Shoppingcenter gebaut. Das ist natürlich auch eine Attraktivität. Aber ich glaube, Gütersloh sollte quasi eher ein Gegenmodell dazu entwickeln und über Persönlichkeit, über inhabergeführte Geschäfte, über Kundenbindung eine ganz besondere Qualität, insbesondere vielleicht auch für Familien, die einkaufen gehen, entwickeln und sich damit eine eigene Qualität geben. Und wichtig ist auch, dass man über diese Leerstände Transparenz herstellt, dass sie also nicht dauerhaft nicht wahrgenommen dahin schlummern. Manchmal hat es aber auch damit zu tun, dass noch Mieterwartungen in der Welt stehen, die einfach schlichtweg in Nebenlagen heute nicht mehr befriedigt werden. Und da muss man gucken, dass man vielleicht auch andere Nutzungen findet. Ich finde einfach persönlich beispielsweise auch eine Galerie in einer Nebenlage, die den Einzelhandel ergänzt, ist einfach auch ein ganz wichtiger Baustein für die Innenstadt. Wir wissen mittlerweile, nur 60% der Menschen, die in die Innenstadt kommen, kommen ursächlich hin, um hier einzukaufen. Viele Menschen kommen hier hin, um einen Kaffee zu trinken, auf den Markt zu gehen, um andere Menschen zu treffen, um zu kommunizieren und in Kontakt zu sein. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die Innenstadt verändert. Es wird auch mehr gewohnt in der Innenstadt. Auch dieses Thema muss man jetzt weiterentwickeln. Und dann glaube ich halt, dass die Innenstadt dennoch attraktiv sein wird. Wir wissen, Internetversandhandel mit stationärem Handel wird sich mischen. Und ich glaube, wenn der stationäre Handel persönlich ist, menschlich ist, in Kontakt zu dem Kunden geht, dann wird er auch weiterhin eine gute Chance haben. Jetzt mal ein bisschen konkreter vielleicht, was könnte man denn eventuell seitens der Stadt Gütersloh tun, um diesen Leerständen vorzubeugen? Oder ist das im Prinzip vielleicht einfach nur eine Sache der Einzelschicksale der Leute? Also es ist so, es gibt sicherlich immer Konzentrationsprozesse. Das heißt, Sie sehen in allen Städten, dass Einzelhandel zurückschrumpft auf die Kerne der Städte. Wir haben hier in Gütersloh die glückliche Situation, wir sitzen hier am Berliner Platz an so einem Kern. Und ich denke, die Stadt kümmert sich um den öffentlichen Raum. Wir sitzen auch hinter einem Element, hier dem Wasserband, was natürlich den Ansatz hat, diese Qualität, die Aufenthaltsqualität, die räumliche Qualität hier vor Ort zu verbessern. Auch die privaten Initiativen, ich denke hier an die ISG Berliner Straße, sind ganz wichtige Elemente, die so einen Raum profilieren, die ihn qualitativ aufwerten, die einfach das Signal senden, es ist schön hier, ich komme hier gerne hin, ich treffe mich hier gerne. Und davon braucht es ganz viele Initiativen, an allen Ecken und Enden, kann man sagen. Wir können natürlich nicht überall gleichzeitig sein, aber im Prinzip ist auch mit dem Innenstadtkonzept alles im Blick. Sehr schön. Ich bedanke mich für die Antwort. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und da geht es um das Deutsche Rote Kreuz. Wir haben das Deutsche Rote Kreuz besucht und uns da eine Frage angehört und die hören wir erstmal jetzt. Mich würde interessieren, wir als Deutsches Rotes Kreuz gehören zu den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege, tun sehr viel in der Stadt Gütersloh für die Öffentlichkeit, für die Gütersloher Bürger. Wie könnte uns da die Verwaltung behilflich sein in Form von Nachlässen bei Verwaltungsgebühren oder bei der Suche von Liegenschaften, um unsere Aufgaben zu erfüllen? Genau, die Frage von diesem Herrn war eben, wie ob oder ob die Stadt Gütersloh da helfen könnte.
Also ob man da was machen könnte, um denen, dem Deutschen Roten Kreuz, eben das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Also ich glaube, um auf diese konkrete Frage zu antworten, dass wir die Verwaltungsgebühren erlassen können, dazu ist mir persönlich jetzt erstmal kein Korridor bekannt, wo uns das die Gebührenordnung ermöglichen. Das muss man einfach klar sagen, weil es dort einfach schwierig ist, auch eine Abgrenzung zu finden. Die Wohlfahrtsverbände, wenn sie auch an das Deutsche Rote Kreuz denken, haben einerseits wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, wenn sie zum Beispiel an das Blutkonservengeschäft denken. Aber natürlich ist es so, dass diese Wohlfahrtsverbände außerordentlich wichtig sind für unsere Stadt, weil sie agieren mit außerordentlich viel ehrenamtlichem Engagement. Und genau das ist die Ebene, die ich persönlich extrem wichtig finde und die ich auch sehr unterstützenswert finde. Von daher glaube ich, es ist erstmal extrem wichtig, dass wir als Stadt, als Verwaltung oder eben auch die Rolle des Bürgermeisters einen sehr guten persönlichen Kontakt zu diesen Verbänden, zu den Personen, zu den Akteuren pflegt. Man kann oft dadurch helfen, dass man frühzeitig weiß, welche Probleme anstehen, egal ob jetzt Immobilien gesucht werden, Liegenschaften umgebaut werden müssen, Genehmigungsverfahren anstehen. Und da finde ich es einfach sehr wichtig, dass man an dieser Stelle nicht sagt, es gelten andere Regeln. Aber in dem Moment, wo man davon weiß, was an Problemen ansteht, können vielleicht ja auch kleine Hilfen im Verfahren den Leuten vor Ort einfach weiterhelfen. Und es ist auch ein Signal, dass die Arbeit wertgeschätzt wird und unterstützt wird. Und auf der Ebene finde ich sehr wichtig, man muss einfach klar sagen, eine Stadt alleine könnte diese Arbeit, die da erbracht wird, nie alleine leisten. Wir sind darauf angewiesen und es ist einfach auch mein klarer Wille, genau dieses Engagement zu stärken, dieses Engagement zu sehen und auch weiter auszubauen. Weil das verbindet unsere Stadt, das verbindet die Menschen in unserer Stadt und stellt die eigentliche Qualität des gesellschaftlichen Zusammenlebens hier vor Ort dar. Sehr schön, also ist es eher eine Sache der Kommunikation zwischen der Stadt und eben diesen Wohlfahrtsverbänden. Ja, es ist, prinzipiell ist es erstmal so, wenn wir ein Grundstück vermarkten, dann wird es ja ausgeschrieben. Und dann haben wir per se nicht den Korridor zu sagen, da gibt es jemanden, der kriegt es für den halben Preis. Politische Beschlüsse können das natürlich unterstützen. Und da muss man immer im Einzelfall sehen, ob es da vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt solche Korridore gibt. Ich weiß aber sehr wohl auch, dass wir schon in der Vergangenheit auch dort unterstützt haben, dass Frau Unger sich auch bewusst um diese Themen gekümmert hat. Sehr schön. Also Wohlfahrtsverbände sind in Gütersloh nach wie vor ein wichtiges Thema, auch für die Stadt Gütersloh. Wir machen weiter mit dem, mit auch einem durchaus wichtigen Thema in Gütersloh, und zwar das Thema Inklusion. Wir waren beim Wertkreis und haben mit Herrn Buschewicke gesprochen, dem Chef vom Wertkreis, und hören uns seine Frage mal an. Mich würde interessieren, auch alle Mitarbeiter des Wertkreises Gütersloh würde interessieren, wie Sie, liebe Bürgermeisterkandidaten, zukünftig als möglicher Bürgermeister mit dem Thema Inklusion umgehen möchten. Sowohl für das Thema Schule, als auch Arbeit, als auch Freizeit, als auch Gemeinwesen wäre das sehr spannend, wo Sie da zukünftig Ihre Schwerpunkte setzen. Vielen Dank. Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr umfangreiche Antwort, wahrscheinlich bei diesem wichtigen Thema. Wir können vielleicht darüber reden, wie wichtig Inklusion eben, wie Herr Buschewicke meinte, in Gütersloh ist. Und genau, und was man da eventuell in der Zukunft noch machen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, also mein Gefühl zur Thematik der Inklusion ist die, dass es zurzeit noch gewaltig holpert, um es so auszudrücken. Wir haben von der Landesebene entsprechende Gesetze vorgegeben bekommen, wie Inklusion stattzufinden hat. Wir wissen aber von den Akteuren vor Ort, von den Lehrern, von den Schulleitern, von unseren sozialen Trägern, dass dort das eine oder andere einfach nicht vernünftig ineinander greift. Teilweise haben wir auch in den Schulen noch nicht die räumlichen Voraussetzungen. Wir arbeiten da von der baulichen Seite in jedem Jahr dran, sukzessiv die Standorte auszubauen. Aber man muss klar wissen, es ist nicht damit getan, mal einen Aufzug anzubauen, sondern es sind gewaltige Investitionen, weil einfach die Einschränkungen, die die Menschen und die Kinder mitbringen, ja sehr vielfältig sind. Man denkt immer schnell so an eine Gehbehinderung und Ähnliches. Es ist aber viel breiter und viel, viel mehr. Wenn ich das Thema aber qualitativ beschreibe, dann finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man sich diesem Prozess widmet. Es wird länger dauern, aber ich finde das Signal sehr wichtig, dass unsere Gesellschaft nicht sagt, da gibt es Menschen, die haben Einschränkungen und die stellen wir mal irgendwo daneben und packen die in ein anderes Töpfchen.
sondern dass unsere Menschen und Kinder und wir alle mit dem Selbstverständnis aufwachsen, dass es normal ist, dass jeder Mensch in gewisser Weise irgendwo eine Einschränkung hat. Die ist vielleicht nicht unbedingt sichtbar, aber jeder, der sich selber mal fragt, der wird auch feststellen, ja, auch ich habe vielleicht irgendwo eine Einschränkung. Die Frage ist nur, wie die ausgeprägt ist an der Stelle. Und deswegen finde ich das Signal persönlich sehr wichtig. Gleichwohl höre ich aber auch Stimmen, die ganz klar sagen, oder auch die Frage stellen, kann mein Kind so gefördert werden im Rahmen der Inklusion, wie es vielleicht in der Vergangenheit hätte gefördert können, werden können, zum Beispiel in einer Förderschule. Und von daher ist es mir persönlich sehr wichtig, dass man so ein Thema nicht dogmatisch versteht, sondern dass man eben schaut, was ist denn, jetzt an die Kinder gedacht, das Beste für das Kindeswohl. Und diese Strukturen sollten wir schaffen und nicht dogmatisch hingehen und sagen, die einen brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Und das machen wir jetzt alles neu und das ist alles prima und super. Die Wahrheit liegt nach meinem Gefühl mit Sicherheit dazwischen. Aber der Prozess ist gestartet. Als Kommune hat man auf bestimmten Ebenen keinen Einfluss, weil sie über die Landespolitik, Schulpolitik letztendlich kommen. Aber ich denke, dieser Prozess wird weitergehen. Es wird lange Zeit dauern, bis er selbstverständlich in die Gesellschaft hineingeflossen ist. Wir können aber über die Grenze schauen. Beispielsweise in Südtirol hat man das schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und langfristig hat sich das ganze Thema sehr wohl als Erfolgsmodell herausgestellt. Sie haben anfänglich erwähnt, dass das Thema hier in Gütersloh noch ein bisschen holpert vielleicht an manchen Orten. Wie könnte man denn als Stadt Gütersloh da vielleicht versuchen, das zu verbessern? Natürlich hat man nicht auf alles Einfluss, wie Sie schon sagten. Aber vielleicht könnte man da doch noch einen Schritt auf die Landespolitik machen, oder wie könnte man das vielleicht? Also dass es in Gütersloh holpert, ist kein Gütersloh-Phänomen, sondern das werden Sie landesweit finden, auch diese Einschätzung finden. Es stellt sich immer die Frage, was so eine Stadt dann quasi freiwillig noch oben drauf sattelt. Und da muss man halt sehr genau hinschauen. Es ist immer ein Problem, wenn Sie Leistungen, die eigentlich vom Land erbracht werden müssen, aus der Systematik heraus, sich selber quasi wieder auf Ihre Schultern legen. Das ist einfach nur begrenzt möglich. Das wird eine Stadt Gütersloh dann auch nicht leisten können. Und das wäre auch das falsche Zeichen. Ich glaube halt, dass es auch dort manchmal wichtig ist, den Schulen, auch den Schulleitern persönlich zu zeigen, wir sehen, was ihr leistet. Wir sehen auch, was ihr eigentlich über Gebühr leistet, über das hinaus, was ihr eigentlich müsstet. Und vereinfacht gesprochen, also ich hatte mal in einem persönlichen Gespräch auch mit einer Schulleiterin darüber gesprochen, manchmal fehlt es an dem Gesehenwerden, was dort eigentlich geleistet wird. Manchmal fehlt es vielleicht auch nur an einem Eimer Farbe oder manchmal fehlt es auch nur an kleinen Summen, um vielleicht Materialien nochmal zu kaufen. Und ich glaube, da ist vielleicht manchmal der Kontakt noch nicht eng genug, um zu sehen, dass es manchmal nur an kleinen Dingen fehlt, die aber als symbolhafte Wirkung wichtig sind. Die große Thematik, dass Personal immer noch nicht im ausreichenden Umfang da ist, die kann die Stadt Gütersloh nicht übernehmen, weil die Stadt Gütersloh schlichtweg nicht Dienstherr für die Lehrer ist. Das ist natürlich so, aber die Stadt Gütersloh unterstützt Inklusion und die Kommunikation ist ja wahrscheinlich auf jeden Fall da. Sehr schön, sehr schön. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und zwar, wir bleiben, wenn man so will, bei der Schulpolitik. Und zwar haben wir mit einer Lehrerin gesprochen, die ist Lehrerin auf der Freiherr von Stein Schule und die Hauptschule Nord wird ja geschlossen und auch die Freiherr von Stein Schule hat da eben eine Frage, die hören wir uns jetzt an. Mich würde interessieren, wie die Schulplanung im Norden von Gütersloh in Zukunft gestaltet werden soll, vor allen Dingen auch in Verbindung mit der Städteentwicklung, die dort absehbar ist. Und meine konkrete Frage an Sie ist, was passiert mit der Realschule im Norden von Gütersloh, mit der Freiherr von Stein Realschule, mittelfristig und langfristig? Genau, es geht also um die Freiherr von Stein Schule und da war noch nicht unbedingt klar, meinte die Lehrerin, dass was da genau passieren soll. Und vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen oder der jungen Dame. Ja, an dieser Stelle betrifft die Frage ganz klar strategische Festlegungen, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung momentan ja noch diskutiert werden. Und unsere Stadtpolitik und unser zuständiger Dezernent und die Bürgermeisterin haben sich an dieser Stelle auf einen klaren Weg, einen klaren Prozess geeinigt. Und insofern sind mir persönlich einerseits diese Details der Schulentwicklungsplanung auch nicht bekannt, aber Politik und die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter haben auch für diese Phase, in der wir jetzt sind, noch die Form von Vertraulichkeit vereinbart. Einfach deswegen, weil momentan erstmal auf einer rein rechtlichen Ebene sondiert wird, wie Schulentwicklung in Gütersloh langfristig aussehen kann. Wenn ich es persönlich jetzt für mich qualitativ bewerte, finde ich es wichtig, dass der Gütersloher Norden auch in Zukunft
über ein adäquates Schulangebot in den weiterführenden Schulen verfügt. Wie das dann ganz konkret aussehen wird und welcher Baustein an welchem Schulstandort verankert wird, ist schlichtweg zum heutigen Zeitpunkt noch nicht klar. Und insofern würde es jetzt keinen Sinn machen, qualitativ einer Diskussion vorzugreifen. Ich glaube einfach, oder mir persönlich wäre es wichtig, dass auch an dieser Stelle in der Stadt, also im Gütersloher Norden, weiterführende Schulen, diese Bausteine verankert bleiben. Jetzt habe ich ja anfänglich erwähnt, dass die Hauptschule Nord eben geschlossen wird und die Freier von Steinschule das noch nicht genau sagen kann, was da genau passieren wird. Wie genau sehen Sie denn die Schulentwicklung persönlich? Also, dass die Hauptschule Nord geschlossen wurde und ist das ein Problem gewesen oder? Es ist ja so, also Schulentwicklung ist an dieser Stelle oder Bildungspolitik ist Landespolitik an dieser Stelle. Und insofern stellen wir ja schon über viele, viele Jahre den Prozess fest, dass die Hauptschule in unserer Gesellschaft von ihrem Ansehen her ein Stück weit diskreditiert ist. Das sagt nichts über die konkrete Arbeit vor Ort aus, weil ich weiß, dass wir außerordentlich gute Arbeit an den Hauptschulen, an der Hauptschule in Gütersloh geleistet wird. Aber man muss akzeptieren, dass an dieser Stelle die Eltern mit dem Elternwillen auch abstimmen. Das heißt, über die Anmeldung ihrer Kinder entscheiden sie letztendlich darüber, ob sich eine Schulform hält oder ob sie ausläuft. Und insofern muss eine Stadt an dieser Stelle reagieren und schauen, wie sie auch verantwortungsvoll dann mit ihrem Gebäudebestand umgehen kann und sollte. Wir haben in Gütersloh so eine Schulstruktur, die noch außerordentlich konzentriert ist. Also wenn Sie rein daran denken, wie viele Schulen hier im Zentrum der Stadt sind. Und das ist eine sehr positive Struktur. Es wäre schlimmer, wenn wir große Schulzentren am Rande der Stadt hätten. Die könnten wir nur noch gnadenlos aufgeben. Aber an dieser Stelle, durch die Lage der Schulstandorte, sehe ich eigentlich gute Chancen, dass wir die auch weitestgehend in Zukunft in Nutzung behalten. Welche Schulform das dann ganz genau sein wird, das wird man dann nochmal analysieren und auch politisch beschließen müssen. Sehr schön, ich bedanke mich abermals für die Antworten. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Auch da haben wir jemanden beim Gütersloher Wertkreis interviewt und da geht es tatsächlich um den Platz, auf dem wir uns gerade befinden. Und wir hören, glaube ich, erstmal rein und reden dann weiter. Ja, mich würde folgende Frage interessieren, Herr Bürgermeisterkandidat. Sie wissen ja, dass in den letzten Monaten der Berliner Platz ziemlich oft in der Presse gestanden hat wegen Barrierefreiheit. Aus meiner Sicht als Vorsitzender des Werkstattrates und als Inklusionsbotschafter für Deutschland kann ich da keine Barrierefreiheit erkennen. Könnten Sie sich vorstellen, sich dafür einzusetzen, dass der Berliner Platz an gewissen Stellen wieder zurückgebaut wird? Oder was wollen Sie dagegen tun? Das Thema des jungen Mannes, also Barrierefreiheit hier auf dem Berliner Platz. Vielleicht können wir dazu mal eine kurze Stellungnahme hören. Ja, der Berliner Platz ist ja als Fläche viel größer als das Wasserband, an dem wir jetzt sitzen. Konkret hier auf das Wasserband bezogen ist es so, dass der Bereich, wo jetzt hier die Sessel sind, ja ebenerdig hier in die Berliner Straße, in die Königstraße hineinmündet, sodass also gehbehinderte Menschen diese Fläche auch barrierefrei erreichen können. Sehbehinderte Menschen führen ihren Stock an den Stufenkanten lang und können dadurch wahrnehmen, an welchen Stelle der Stufenantritt beginnt. Das ist nochmal durch farbliche Kontraste im Pflaster unterstützt. Aber die Frage geht für mich ja etwas weiter. Sie berührt ja die Barrierefreiheit hier der gesamten Platzfläche. Und es ist einfach so, wenn man diese Fläche komplett neu gestalten würde, dann würden solche Themen wie taktile Leitstreifen, Blindenleitsysteme, all diese Themen ganz selbstverständlich mit integriert werden und mit eingeplant werden. Das haben wir momentan natürlich nicht. Das hat damit zu tun, dass auch diese kleinen Ergänzungen, diese kleinen, wir haben es ja Attraktivierung genannt, wie hier das Wasserband, auch nur deswegen so klein ausfallen, weil wir mit der gesamten Platzfläche und den Straßenflächen noch in einer sogenannten Fördermittelbindung hängen und insofern noch warten müssen, bis wir überhaupt baulich andere Flächen hier angehen können. Sonst müssten wir in einem nicht unerheblichen Maße Gelder zurückzahlen und das wäre monetär einfach nicht klug, das zu tun. Insofern, diese Themen sind auf der Agenda, diese Themen sind wichtig und sie würden und werden bei neuen Planungen ganz selbstverständlich mit eingeplant, um die Barrierefreiheit für eine möglichst breite Anzahl von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen auch sicherzustellen. Sehr schön. Ich würde trotzdem noch mal eine Frage stellen und zwar, wenn so ein Projekt geplant wird, wie genau wird denn darauf geachtet oder wie wird das geplant, dass eben Barrierefreiheit gegeben ist?
Das Verfahren war ja in der Vergangenheit die, dass unser Behindertenbeauftragter an dieser Stelle mit seiner planerischen Kompetenz beraten hat. Es ist also so, dass alle Projekte verwaltungsintern, egal aus dem Hochbau, Tiefbau, im Bereich der Bauordnung des Grünflächenamtes an dieser Stelle über den Bereich Soziales koordiniert werden. Jetzt gerade sind wir ja in einer Interimsphase, wo wir da uns auch eine neue Arbeitsweise angewöhnen müssen. Aber der Behindertenbeirat steht momentan einfach sehr kompetent zur Stelle, bekommt diese Planungen vorgestellt und gibt Anregungen an der Stelle, wie man das verbessern kann, worauf man achten sollte. Okay, vielen Dank. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und da geht es nämlich um das Thema Kindergartenbeiträge. Ja. Meine Nichte hat mich kürzlich gefragt, warum die Stadt Gütersloh mit Familienfreundlichkeit wirbt, wenn die Kindergartenbeiträge doch immer teurer werden, die Schulbusse für die Grundschulen abgeschafft werden und das Leben für die Familien im Allgemeinen immer teurer wird. Genau, so viel erstmal zum Statement. Jetzt können wir vielleicht den Inhalt des Statements vielleicht mal prüfen. Wie genau sieht es denn auf dem Gebiet in Gütersloh aus? Okay. Die Thematik der Kita-Beiträge ist für mich erstmal schlichtweg ein strukturelles Dilemma. Und zwar dadurch, dass es überhaupt einen Rahmen gibt, in dem jede Kommune für sich Kita-Beiträge festsetzen muss, also letztlich natürlich politisch beschließend festsetzen muss und man damit immer so in einer Situation ist, dass beispielsweise eine extrem reiche Kommune wie Verl, Verl hat die vierfache höhere Steuerkraft wie Gütersloh auf jeden Bürger bezogen, dann natürlich auch in der Lage ist, Kita-Gebühren in einem ganz anderen Niveau festzusetzen. Generell ist es so, dass 16% der anfallenden Kosten im Bereich der Kitas, der Kinderbetreuung über Elternbeiträge refinanziert werden und Gütersloh einen sehr hohen Sockelbetrag hat, wo überhaupt gar keine Kita-Gebühren fällig werden. Und ab da wird es dann natürlich wieder sehr individuell. In der Diskussion des vergangenen halben Jahres ist es ja so gewesen, dass als Ergebnis die Kita-Gebühren in dem Volumen von 500.000 gesenkt werden. Meinem Gefühl nach ist es oft so, dass, glaube ich, so ein Effekt sehr schnell verhallt. Und letztendlich muss man akzeptieren, dass in dem Bereich, wo Kosten dann auch steigern, die Refinanzierung über die Eltern nicht gänzlich wieder nach hinten fallen kann, sprich die Prozentsätze immer weiter nach unten absenken. Und ich würde daran nicht festmachen wollen, dass Gütersloh nicht kinder- oder familienfreundlich wäre. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es eine landeseinheitliche Regelung darüber gäbe, in welcher Höhe Kita-Beiträge in allen Kommunen festzusetzen wären. Und ich sehe auch im Prinzip aus der Perspektive, die bei der Bundespolitik beginnt, eigentlich einen Widerspruch. Weil es kann nicht richtig sein, dass wir einerseits erklären, frühkindliche Erziehung sei frühkindliche Bildung, die wichtig ist, das würde ich auch sofort unterschreiben, aber dann eigentlich hingehen und sagen, naja, das soll doch mal jede Kommune selber für sich regeln. Also in den Grundschulen ist Bildung quasi ja auch kostenlos. Studiengebühren haben wir fast überall wieder abgeschafft in Deutschland. Und von daher, glaube ich, wäre es nur ein konsequenter Schritt, den andere Länder, wie beispielsweise Österreich, vor kurzer Zeit auch gegangen sind, zu sagen, wie kommen wir denn dahin über eine Anteilsfinanzierung von Bund, Land und Kommune, dass wir sagen, Bildung, diese frühkindliche Bildung wird dann auch genauso wie andere Bildung in unserem Land auch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Erst wenn dieser Schritt gegangen ist, kommt man als Kommune aus dem Dilemma raus, dass man es offen gesagt eigentlich nie richtig machen kann und man immer damit leben muss, dass es berechtigterweise auch Unzufriedenheit in diesem Bereich gibt. Aber ich würde wirklich nicht daran ablesen wollen, dass Gütersloh nicht kinderfreundlich ist. Sehen Sie das denn generell als großes Problem, dass dass die Mütter sagen, okay, die Kindergartenbeiträge sind so hoch, dass wir das Gefühl haben, okay, da läuft irgendwas schief? Oder ist es mehr so eine, im Prinzip ein Beitrag, der etwas erhöht ist und das so ein bisschen aufgebauscht wird? Nein, das ist, objektiv kommt man sofort in so eine Gerechtigkeitsfrage. Ich kenne es ja so gesehen am eigenen Leibe. Unser kleinerer Sohn ist jetzt bis zum Sommer so gesehen in die städtische Kita gegangen. Und gerade wenn dann beide Elternteile oder auch oft sind es ja die Frauen, die dann doch öfter ein bisschen länger zu Hause geblieben sind, wieder ins Arbeitsleben einsteigen, dann stellt sich ziemlich schnell schon die Frage bei einer Teilzeitbeschäftigung, in welcher Relation steht eigentlich das, was als Verdienst hinten rauskommt, zu dem, was dann an Gebühren gezahlt werden muss. Und da muss man einfach sagen, dass es in den Gebühren in manchen Bereichen einfach Unwuchten und Ungleichgewichte gegeben hat, vielleicht auch noch gibt. Aber es ist ungeheuer schwierig, es quasi jeder Einkommensgruppe so gerecht zu machen. Die Sicht ist schlichtweg immer sehr individuell. Und von daher könnte ich mir persönlich auch vorstellen, dass man da vielleicht andere Wege geht und sagt, okay, beispielsweise das letzte Kita-Jahr ist ja ein gebührenfreies Kita-Jahr, was über das Land finanziert wird. Und mir persönlich wären da
ja, manchmal plakativere oder einfachere Lösungen fast lieber, wo man dann vielleicht auch politisch entscheiden kann, okay, vielleicht gibt die Stadt Gütersloh einfach pauschal eine bestimmte Anzahl an Monaten gebührenfrei dazu, ohne immer eine Diskussion darüber zu führen, wie hoch die Gebühr in welcher Einkommensgruppe genau ist. Dann gibt es quasi eine Gleichbehandlung für alle Einkommensgruppen und ich habe ein klares Signal nach außen, mit dem ich mich auch, ja, profilieren oder abgrenzen kann gegenüber anderen Kommunen. Sehr schön, das war mal ein konkreter Vorschlag auf jeden Fall. Wir machen weiter und zwar gehen wir jetzt quasi von den ganz Jungen zu den etwas Älteren. Film ab. Mich würde interessieren, was die Bürgermeisterkandidatin und die Bürgermeisterkandidaten über die politische Teilhabe des Seniorenbeirates denken, insbesondere über das Rederecht in den Ausschüssen. Genau, hier also die Frage vom Seniorenbeirat, stellvertretend Herr Jentsch hier für den Seniorenbeirat. Die Frage, wie wichtig sind denn die Senioren bei der Politik hier in Gütersloh? Also ich glaube, dass die Senioren in Gütersloh ein außerordentlich gutes Wort haben, eine außerordentlich gute Vertretung. Das liegt allein schon in der Persönlichkeit von Herrn Jentsch. Weil Herr Jentsch, glaube ich, keinen anderen Beirat oder durch Herrn Jentsch ist der Seniorenbeirat so präsent wie kaum ein anderer. Das mag vielleicht aus der Innensicht des Beirates gar nicht so wahrgenommen werden, aber wenn ich mir das von außen anschaue, dann glaube ich, dass der Seniorenbeirat bei uns ein außerordentlich hohes Gewicht hat, dass er sehr wohl gehört wird und dass er auch seiner beratenden Funktion gerecht wird. Das liegt auch daran, dass Herr Jentsch in persona über die Arbeit des Seniorenbeirats auch immer Öffentlichkeit herstellt. Es werden Klausurtagungen gemacht, es werden Positionspapiere geschrieben, die werden auch so in der Presse veröffentlicht. Das heißt, ich glaube, man nimmt das außerordentlich stark wahr. Die Frage des Rederichtes ist letztendlich politisch entschieden worden. Und zwar muss man sich da mal die Frage stellen, gibt man jetzt einem Beirat wieder eine herausgehobene Stellung im Vergleich zu allen anderen Beiräten? Und wenn wir schauen, dann ist es doch so, dass die Senioren in demografischer Analyse in der Mehrzahl in unserer Gesellschaft sind. Und dem Grunde nach bin ich auch der Meinung, dass wir mit den Beiräten nicht ganz viele einzelne Töpfchen bilden sollten, sondern dass wir schauen sollten, dass die Vielfalt und die Breite in unserer Gesellschaft in die politischen Fraktionen kommen. Das heißt, die Senioren oder auch die Menschen mit Einschränkungen, die gehören ganz selbstverständlich in die politischen Fraktionen. Dort wird diskutiert, dort wird auch abgestimmt, dort findet die Meinungsbildung zunächst mal statt und dann geht die Diskussion in den Ausschüssen weiter. Wenn ich einem Beirat in jedem Ausschuss quasi ein Ad-hoc-Rederecht einrichte, dann muss ich mir die Frage stellen, warum ich das nur einem Beirat einrichte. Und wenn Sie in Ausschusssitzungen, die heute schon 4 Stunden und länger teilweise dauern, jedem Beirat dieser Stadt ein Ad-hoc-Rederecht einrichten wollten, dann wäre schlichtweg eine Willensbildung, eine politische Arbeit, bei der am Ende des Ergebnisses auch noch mal was hinten rauskommen soll, massiv gehemmt. Und insofern glaube ich, so wie ich den Seniorenbeirat wahrnehme, wird er sehr wahrgenommen von der Politik, auch von der Bevölkerung. Er hat eine ganz starke Persönlichkeit an der Spitze, die sich massiv für die Themen einsetzt. Das ist auch richtig und wichtig, dass es so gemacht wird. Und insofern erkenne ich an dieser Stelle schlichtweg kein Defizit und sehe auch die volle Wertschätzung dieser Bevölkerungsgruppen oder dieser Menschen. Sehr schön. Wir gehen zum nächsten Thema und zwar, wir waren eben schon mal bei der Innenstadt und jetzt sind wir wieder bei der Innenstadt angelangt. Und zwar haben wir ebenfalls eine junge Mutter, war das, soweit ich mich richtig erinnere, die hat auch eine Frage. Mich würde interessieren, was Sie als Bürgermeisterkandidat vorhaben, um die Lebensqualität in Gütersloh zu erhöhen. Und was mir dazu einfällt, ist die Begrünung der Innenstadt, dass da was Dauerhaftes auch geschieht, weil der Gütersloher Frühling halt sehr, sehr schön ist. Das finden alle, das kommt immer sehr gut an, aber es ist immer sehr schade, wenn alles wieder abgebaut wird. Und ob man nicht den Marktplatz dann doch wieder auf dem Kolbeplatz oder woanders dann ausquartieren könnte. Ja. Ja, das war tatsächlich eine Frage, die wir ziemlich häufig bei unseren Umfragen mitgekriegt haben, dass die Innenstadt eben vielleicht ein bisschen grün vertragen könnte. Was wäre da vielleicht eine Lösung? Ja, ich nehme diese Rückmeldung und habe die in den letzten 2 Jahren auch sehr häufig wahrgenommen. Und einerseits, wenn man von außen kommt, dann wundert man sich, weil wenn Sie im Rathaus zum Beispiel in das 7. OG auf die Ratssaalebene gehen und gucken aus dem Fenster, dann sehen Sie nur grün. Also Gütersloh ist eine extrem grüne Stadt, Sie sehen eigentlich nur Bäume. Und Sie brauchen auch nicht weit gehen, von hier beispielsweise, dann sind Sie am Anfang des Stadtparks. Das heißt, Sie sind sofort in wenigen Minuten in grünen Lungen dieser Stadt. Und trotzdem gibt es den Wunsch zu sagen, ich will überall grün haben. Mein Gefühl ist, also der Gütersloher Frühling ist toll. Es ist eine super Veranstaltung, sollten wir hegen und pflegen und weiterentwickeln. Ich glaube aber, das Phänomen
dieses Aha-Effektes nach dem Winter im März, es wird grün und so weiter, würde im Sommer so nicht funktionieren. Und natürlich sind wir uns einig, diese provisorischen Grünanlagen würden natürlich bei der Hitze des Julis oder Augustes schlichtweg verbrennen. Das würde einfach gar nicht möglich sein. Prinzipiell, planerisch, können Sie natürlich hingehen und sagen, Sie machen aus jedem steinernen Platz irgendwie auch einen als Grünfläche gestalteten Platz. Das ist möglich. Wenn ich aber weiß, welche Nutzungskonflikte es auf solchen Plätzen gibt, beispielsweise die, dass die Markthändler es überhaupt nicht akzeptieren würden, auf dem Kolbeplatz dauerhaft den Markt aufzubauen, der ist zu klein. Das ist schon bei den ganzen Veranstaltungen wie dem Gütersloher Frühling ein Riesenproblem, dass ständig neue Standorte gefunden werden müssen. Das ist auch nachvollziehbar, dass die Marktleute das für problematisch halten. Und ich stelle dann weiter die Frage, was ist denn bitte schön mit dem Weihnachtsmarkt? Was ist denn mit dem Public Viewing? Was ist mit Veranstaltungen? Und insofern die Wahrnehmung, dass der Berliner Platz leer und steinern ist, die gilt sehr wohl für den Sonntagvormittag. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wenn Sie wissen, was bei diesem Platz unter der Erde liegt, an Leitung, an Beton, an Ähnlichem, dann ist es schlichtweg schon so ungefähr die Quadratur des Kreises, diese 10 Bäume, die hier neben uns stehen, hier so in den Boden zu pflanzen, dass sie hier dauerhaft auch wachsen. Auch die müssen gehegt, gepflegt, gedüngt und gegossen werden. Und insofern würde ich immer sagen, in dem Moment, wo wir uns als Stadtgesellschaft einig wären, dass wir diese multifunktionale Fläche nicht mehr brauchen, könnten wir sie guten Gewissens auch umplanen. Dann könnten wir uns zum Beispiel entscheiden, dass die Funktionen dann zum Beispiel auf einen Konrad-Adenauer-Platz wandern, den wir ja auch planerisch angehen wollen. Ansonsten ist man einfach immer in diesem Spannungsfeld, dass man Nutzungsdruck von allen Seiten hat auf so eine Fläche. Und würde sie dauerhaft grün sein und mit Rasen eingesät, dann würde das, was heute neben uns stattfindet, schlichtweg nicht möglich sein. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, was man dann bearbeiten muss. Aus gestalterischer Sicht kann ich mir persönlich auch Plätze, die grüne Plätze sind in dieser Stadt, sehr gut vorstellen. Würde mir gefallen. Jetzt sprach ja die Frau über das große Wort der Lebensqualität. Glauben Sie denn, dass die Innenstadt an Lebensqualität verliert, wenn eben keine Begrünung der direkten Innenstadt da ist? Der Hinweis der Bürgerin ist insofern richtig, Leben in der Innenstadt ändert sich. Das Thema Wohnen kommt immer mehr in die Innenstadt. Das ist das, was sich Stadtplaner immer gewünscht haben. Keine monofunktionale Stadt, sondern Vielfalt, Multifunktion. Das ist interessant. Und je mehr Menschen in der Innenstadt leben, desto mehr ist es ja so gesehen ihr alltägliches Lebensumfeld. Und desto mehr wird berechtigterweise auch gesagt, ich wünsche mir auch eine andere Aufenthaltsqualität in dieser Stadt. Und insofern glaube ich, werden wir spüren, dass wir bei Umgestaltung von Plätzen, von Straßen diese Thematik immer mehr in den Fokus nehmen. Es geht eben nicht mehr alleine nur um Einkaufen, es geht um Aufenthalt, um Verweilen, um Dasein in der Innenstadt. Und dazu ist Grün als Aufenthaltsqualität schlichtweg unerlässlich. Sehr schön, wir machen weiter mit der nächsten Frage und zwar wandern wir von der direkten Innenstadt rüber zum Rathaus oder besser gesagt vor den Rathaus. Wir stehen hier vor dem Adenauer Platz in Gütersloh vom Rathaus und mich würde mal interessieren, wir haben von der Gehrig-Stiftung 300.000 Euro bekommen und die sollten zur Verschönerung des Platzes kommen. Aber bis jetzt sieht man noch nichts, es ist noch nichts passiert. Und mich würde interessieren, wann geht es los und was wird gemacht? Könnten Sie mir da einmal Auskunft geben? Das ist natürlich ein ziemlich interessantes Thema, weil für mich natürlich ist es in erster Linie ein Parkplatz, aber trotzdem, die Spende gab es ja. Da gibt es da schon konkrete Pläne. Ja, das Thema Konrad-Adenauer-Platz muss man zeitlich in zwei Ebenen einordnen. Einerseits ist es ja so, dass wir in diesem Jahr die Zusage bekommen haben vom Land, von der Bezirksregierung, dass auch der Konrad-Adenauer-Platz im Rahmen der Städtebauförderung gefördert wird. Grob gesagt muss man sagen, die ermittelten Kosten für den Umbau des Adenauer-Platzes einschließlich Strengerstraße und Berliner Straße liegen ungefähr bei 1 Million Euro. 2/3 dieser Summe werden aus der Städtebauförderung, das ist Bund-Land-Förderung, bezahlt und die Kommune hat üblicherweise eben einen Eigenanteil von 1/3, ungefähr 300.000 Euro. Und genau diesen Eigenanteil hat uns Werner Gehrig mit seiner Spende abgenommen. Das heißt, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir einen Umbau, eine Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes quasi haushaltsneutral angehen können. Und die Werner-Gehrig-Spende ist so gedacht, dass quasi in jedem Jahr ein Projekt realisiert wird. Das ist in diesem Jahr der Brunnen am Theater. Das wird als nächstes die Parcoursanlage sein und als drittes der Konrad-Adenauer-Platz, weil dort sind wir gebunden in die zeitliche Einordnung der Städtebauförderung. Bedeutet aber konkret, wir werden im nächsten Jahr, im Jahr 2016, die Planungen für den Konrad-Adenauer-Platz beginnen. Und Werner Gehrig war es persönlich auch sehr wichtig,
das nicht irgendjemand von oben plant, sondern wir werden mit den Bürgern zusammen planen. Wir werden mit dem Gewinner des Wettbewerbs, das ist das Büro Lohaus und Karl aus dem Jahr, ich glaube 2008 oder 2009, ich bin mir selber unsicher. Ja, das ist gut. Im nächsten Jahr so gesehen mit breiter Bürgerbeteiligung, mit breiten Workshops diese Planung angehen, um dann das Spannungsfeld zwischen den Themen ruhender Verkehr für Autos, für Fahrräder, für Taxen, Busverkehr und Ähnlichem ja, in Ausgleich zu bringen zu dem Thema Platz, Aufenthaltsqualität, ja, räumliche Struktur, Stadtgrün, was Sie eben genannt haben. Und der damalige Wettbewerbsentwurf hat ja an dieser Stelle einen steinernen Platz entworfen. Ich glaube, dass dieses Ergebnis heute nicht mehr akzeptiert würde. Ich glaube auch, dass dort die Interessensabwägung zwischen diesen Themen ruhender Verkehr, Parken, gerade das Thema Fahrradabstellanlagen ist ein großes Thema, um das wir uns kümmern müssen, nicht mehr gerecht würde. Und sodass wir im Prinzip ein Stück weit auch neu starten an dieser Stelle mit einer Planung und schauen, wo finden wir denn einen stadtgesellschaftlichen Konsens für diesen Platz. Und ich bin da guter Dinge, dass es gelingt, alle Themen auch in Einklang zu bringen und am Ende ein wirklich stadträumlich gutes Ergebnis zu finden. Also ein Platz von den und für die Bürger, nehme ich an. Absolut richtig, genau so, ja. Sehr gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und das muss ich, glaube ich, gar nicht viel erzählen, weil das erklärt der junge Mann selber. Okay. Film ab. Ja, liebe Bürgermeisterkandidaten, meine Frage wäre, wie das mit dem Ehrenamt in Gütersloh aussieht. Wie wollt ihr das in Zukunft unterstützen? Es wird ja sehr viel in Gütersloh getan, aber es ist natürlich wichtig, auch in Zukunft einen Plan zu haben, wie das mit dem Ehrenamt weitergeht und da auch für Nachwuchs zu sorgen, dort entsprechende Stellen zu besetzen, um natürlich noch mehr Energie und Kraft für Gütersloh aufzuwenden. Ja, vielleicht erstmal hier die Frage, wie groß ist denn überhaupt das Problem des mangelnden oder hohen Ehrenamts in Gütersloh? Also wenn ich an junge Leute denke, dann gibt es oft ein zeitliches Problem, weil die einfach mittlerweile viel, viel länger in der Schule sind. Und so ein Engagement, was ich selber noch aus meiner Jugend kenne, nebenbei die Kirchenzeitung rausgegeben und layoutet und so weiter, manchmal zeitlich gar nicht mehr möglich ist. Ich bin aber der Meinung, dass wir in Gütersloh als solches ein sehr, sehr hohes Maß an Ehrenamt, an ehrenamtlichem Engagement haben. Und das ist eine tolle Frage, weil mir persönlich das außerordentlich wichtig ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Ehrenamt die Basis unserer Stadtgesellschaft ist. Und dass es genau die Arbeit ist, die einfach Sinn macht, den Menschen, die sie ausüben, auch Sinn gibt. Das ist manchmal der Fußballtrainer, der das ja nicht macht, weil er da irgendwie so ein ganz paar Euros an Unkostenerstattung oder Parkgebühren bekommt, sondern wenn da jemand ein Tor schießt, dann ist das Freude. Und das macht das Ehrenamt aus. Das Ehrenamt ist extrem wichtig für unsere Stadt. Ich sage mal, das Glück in der Welt hängt vielleicht manchmal an der Frage, wie hoch ist die Grundsteuer. Okay, das ist auch wichtig, aber das trägt nicht eine Stadtgesellschaft. Und eine öffentliche Verwaltung wäre nie in der Lage, das, was im Ehrenamt geleistet wird, irgendwie zu kompensieren. Das heißt, es ist extrem wichtig, das zu sehen und einen Rahmen zu ermöglichen, wo sich Ehrenamt, aber auch das persönliche Engagement des Einzelnen wirklich entwickeln kann. Wo also auch die Freiheit da ist und gesehen wird, Mensch, ich möchte, dass ihr das macht. Das kann auch manchmal die Elterninitiative sein, die sagt, ich möchte eine Waldkita gründen. Ich möchte initiativ werden, ich miete mir einen Leerstand an einen Laden und ich richte da eine Kindergruppe an. Weil ich habe eine Idee von einem pädagogischen Konzept und ich möchte das machen. Genau darum geht es mir. Und das zu sehen und das zu unterstützen, ist manchmal nicht die, oder ist meistens nicht die Frage des großen Geldes, sondern es ist die Frage des Gesehenswerdens, des Wertgeschätztwerdens und des Signals, dass es gewollt ist. Und das ist mir persönlich ein außerordentlich wichtiges Signal, also wirklich eine auch meiner persönlichen Kernbotschaften. Das trägt unsere Stadtgesellschaft, das bringt die Menschen zusammen, das macht die Qualität des Zusammenlebens in unserer Stadt aus. Und insofern ganz, ganz wichtig, ganz, ganz hochgehängt, mehr davon, mehr Unterstützung. Das Ehrenamt ist natürlich ein sehr wichtiges Thema in Gütersloh, das haben Sie ja sehr schön beschrieben. Aber was genau könnte die Stadt Gütersloh da eben konkret tun, um das Ehrenamt zu fördern und um auch den Leuten, die ehrenamtlich arbeiten, zu sagen, so hey, wir sehen euch, es ist toll, dass ihr hier seid. Also es könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es nochmal eine besondere Wertschätzung, einen besonderen Ehrenamtstag geben könnte, wo einfach von Seiten der Stadt das Signal kommt, wir sehen das, wir schätzen das und so ganz spontan entwickelt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir machen hier ein White Dinner in der Berliner Straße, stellen eine ganz lange Tischreihe auf, einmal hier runter, die Ehrenämter werden eingeladen, an dieser Stelle bewirtet die Stadt und
ja, gibt vielleicht an dieser Stelle monetär nicht ganz, ganz viel zurück, aber bringt die Menschen zusammen, vernetzt auch diese Ehrenämter nochmal untereinander und symbolisiert und zeigt ganz eindeutig, ich lade dich an meinen Tisch und es ist mir wichtig. Sehr schön. Sie haben eben lustigerweise über den Fußballtrainer gesprochen und damit haben Sie mir natürlich die perfekte Überleitung gegeben, weil wir kommen zur letzten Frage und da geht es eben um Fußball und zwar nicht um irgendeinen Verein, sondern um unseren wichtigsten städtischen Verein, den FC Gütersloh. Ja. Hallo liebe Bürgermeisterkandidaten, die Bürgermeisterwahl in Gütersloh steht vor der Haustür und wir vom FC Gütersloh möchten auch Grüße aus dem Haldewald senden. Ich hoffe und ich glaube auch, dass Sie als Gütersloher die Entwicklung in den letzten Monaten des FC Gütersloh verfolgt haben. Sie werden mitbekommen haben, dass es große Anstrengungen durch die Verantwortlichen, durch die Mannschaft gibt, den FC Gütersloh wieder zu einem großen, wichtigen Teil der Stadt zu machen. Es laufen große Anstrengungen, den Verein auf solide Basis zu stellen, endlich auch seriös zu führen. Und da hätten wir von der Vereinsseite mal eine Frage. Was können, was wollen Sie tun, um diesen Prozess des FC Gütersloh zu unterstützen bzw. zu fördern? Okay, hier also die konkrete Frage von Heiko Wohnern, dem Trainer des FC Gütersloh, was die Stadt da machen kann. Ja, also persönlich muss ich sagen, finde ich, dass der FC Gütersloh gerade einen sehr guten Weg geht. Damit meine ich die Aktion, die der FC macht mit den Trikots. Also die haben auch von der Grafik her, vom Design her, ein ganz tolles Trikot-Layout entworfen und haben ja die Aktion gestartet, dass man mit wenig Geld quasi den Verein unterstützen kann und Partner wird. Das haben wir auch gemacht, auch im Rahmen des Wahlkampfes mit der CDU gemeinsam. Und ich finde diese Haltung unglaublich gut und wichtig. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie den Riesengeldgeber zu finden, was momentan sicherlich auch schwierig wäre, sondern es geht darum, diesen Verein wirklich wieder in der Basis der Stadtgesellschaft zu verankern. Und da ist diese Aktion mit dem Trikotsponsoring auf kleinem Niveau, aber auf vielen Schultern getragen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, um ja, ein unglaublich schönes Ding in der Breite zu verankern. Was die Stadt an dieser Stelle tun kann, ist einfach, glaube ich, dass wir den Heidefalt als solches auch nicht in Frage stellen. Die politischen Beschlüsse dazu sind in der Vergangenheit auch getroffen worden. Es wurde damals auch hin und her diskutiert, ja, brauchen wir so ein Stadion und so weiter. Der Verein ist ja eh nicht erfolgreich, aber das ist immer nur eine Momentaufnahme. Und man muss ganz klar sagen, würde man den Heidewald jemals schließen, dann wäre er quasi für immer geschlossen. Man kann an dieser Stelle nicht ein neues Stadion bauen, so muss man sich das vorstellen, sondern das agiert in einem Bestandsschutz der Vergangenheit, ist ja quasi von Wohnbebauung umrahmt. Und das ist eine besondere Atmosphäre. Ich werde nächste Woche beim Spiel Schalke gegen Porto auch wieder da sein. Und, ja, das wäre die nächste Frage gewesen, ob okay, Sie selber. Ja. Ich finde einfach die Atmosphäre und das Stadion toll, wenn man da drin ist. Und insofern ja, bin ich glücklich, dass es die politischen Beschlüsse gibt, das, was dort an baulichen Themen nachgerüstet werden muss, jetzt auch sukzessiv zu machen. Das läuft auch schon seit mehreren Jahren. Und das ist die Basis. Und insofern glaube ich, passen beide Dinge zueinander. Der Standort ist gesichert, der Verein wächst von der Basis hoch und insofern hoffe ich und bin da wirklich auch guter Dinge, dass es langsam aber sicher dem FC Gütersloh gelingen wird, auch qualitativ wieder in einer ganz anderen Liga zu spielen. Herr Schulz ist also auch immer gerne Gast im Heidewald und wir kommen auch langsam zum Ende unseres kleinen Talkformats hier auf dem Berliner Platz, aber eine spannende Sache, die haben wir jetzt noch einfallen lassen. Und zwar gehen wir jetzt mit Herrn Schulz rum und gucken, ob wir denn einen Gütersloher finden, der hier noch eine Frage hat. Und zwar geht es um die Flüchtlinge. Was können wir tun? Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass einige Flüchtlinge in Friedrichsdorf untergebracht werden. Ist es sinnvoll, Kleidung oder Spielsachen hinzubringen? Ja, dann will ich mal versuchen, darauf zu beantworten. Also die Thematik, die jetzt in Friedrichsdorf oder in Spexart ansteht, ist ja nochmal eine, die wir losgelöst sehen müssen von dem, was an Unterbringung hier in der Stadt Gütersloh zu leisten ist. Das ist ja sehr spontan jetzt von der Bezirksregierung von uns quasi so verlangt worden, dass wir diese Hallen bereitstellen mit 3 Tage Vorlauf. Ja, verlangt. Und, ich meine, sie werden ja auch alle aufgeteilt. Es muss ja sein. Genau, richtig. Also das ist einfach auch eine Form von Solidarität. Keiner kann das alleine lösen und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir an dieser Stelle auch auf der Ebene unterstützen. Und wir haben das gestern hausintern diskutiert, genau die Frage, die Sie angesprochen haben, weil wir spüren, dass es auch große Hilfsbereitschaft, Unterstützungsbereitschaft gibt bei uns in der Stadt, um Sachspenden zu bringen. Und an dieser Stelle hat uns das DRK auch gesagt, dass das Vorbeibringen von diversen Sachen an dieser Stelle nicht hilft, weil es schlichtweg
ja, in dem Moment nicht gebraucht wird. Die Menschen in Friedrichsdorf oder in diesen Unterbringungen, in den Sporthallen, sind Personen, die zwischen 1 und 3 Tagen in dieser Einrichtung sind. Die sind ja noch nicht registriert, die kommen dort quasi von der Grenze direkt hin. Sie werden dort registriert, sie werden gesundheitlich erst untersucht. Ja. Warum ist es nicht sinnvoll, dann was hinzubringen? Denn die kommen doch erstmal mit gar nichts. Es ist schlichtweg so, dass diese... Kinder auch dabei. Ja, warum ist es nicht sinnvoll, da mal als Überraschung Spielsachen hinzubringen oder Kleidung? Also, die haben doch gar nichts. Es ist schlichtweg so, dass uns diejenigen, die die Einrichtung betreiben müssen, sagen, dass sie in dem Moment davon überfordert sind. Also die ganze Situation ist so angespannt. Die Rotation der Menschen, die reinkommen, rausgehen, heute kommen, morgen schon in die nächste Einrichtung wieder abgeholt werden, ist so groß, dass auch die Zeit, sich wirklich dann mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit ihnen zu spielen, ihnen Spielzeug zu geben, quasi noch was auf den Rücken zu hängen, nicht da ist. Wir müssen an der Stelle unterscheiden zwischen denjenigen, die für uns hier in Gütersloh dauerhafter untergebracht werden. Da ist das sicherlich sinnvoll und das richtig. Das ist die andere Frage. Genau. Wo werden denn dauerhaft? Dass man vielleicht eine Familie sicher gezielt unter die Fittiche nimmt. Also an dieser Stelle kann ich Ihnen empfehlen, die Kirche kümmert sich ja mit einer Koordinierungsstelle darum, sind untergebracht hier bei uns in der Schulstraße. Und wenn Sie unterstützen wollen, wenn Sie auch konkret persönlich in Kontakt treten wollen, wenn Sie vielleicht Spielzeug oder Ähnliches vorbeibringen wollen, dann ist es am besten, sich dort an die Kirche zu wenden, weil dort kann es koordiniert werden, dort weiß man auch, wo es fehlt. Ansonsten, richtig, genau. Weil ansonsten haben wir einfach das Problem, dass auf einmal irgendetwas vor der Tür steht oder irgendjemand dasteht und an mancher Stelle fehlt, an anderer Stelle ist es doppelt. Und man muss einfach sagen, mit dieser Situation sind alle Institutionen auch momentan noch ein Stück weit überfordert. Sind alle Kommunen überfordert? Alle, definitiv. Ja, auch. Ja, richtig. Genauso auch die übergeordneten Ebenen, Bezirksregierung, Land, Bund. Die Menschen kommen, sie sind da und wir können manchmal nur sehr, sehr ad hoc gucken, das Nötigste zu tun, zu leisten. Ich bin 1951 aus Schlesien gekommen. Ja. Und da war das überhaupt nicht. Die Hilfsbereitschaft, im Gegenteil. Man wurde wie Zigeuner behandelt. Ja, ja gut, wenn Sie hier auf so ein schwarzes Dorf, sag ich mal, kommen. Ja, ne? Ja. Und als Eindringling werden Sie empfunden. Und es war natürlich hier auch kein Geld da. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn man helfen kann jetzt. Ja. Ne? Also ich finde es persönlich außerordentlich gut und spüre das auch, dass es viele Menschen in der Stadt gibt, die sagen, was kann ich tun, was kann ich unterstützen? Und das ist einfach ein Thema, wo wir sagen müssen, wir brauchen die breite Unterstützung unserer gesamten Stadtgesellschaft. Und auch die Akzeptanz dafür immer zu haben, ist nicht leicht und nicht einfach. Es gibt manchmal ja auch Ängste, berechtigterweise, vor dem Fremden. Aber das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil ich das heute Morgen noch gelesen habe. Ja, ne? Ja. Und wir würden alle mitmachen, wir würden uns mal mit Kindern treffen. Ja. Man muss sich ja nicht gleich nach Hause holen, aber man kann sich so treffen, dass sie erst mal die Umgebung kennenlernen und die Sprache kennenlernen. Ja, danke. Finde ich toll, auch für Ihr Engagement, sich dort einbringen zu wollen. Ne? Super, danke. In Gütersloh ist ein schönes Städtchen. Meine Frau kommt aus Bielefeld, ich habe geheiratet und die fühlt sich sehr wohl hier. Aber einige Dinge sind doch nicht in Ordnung. Grunderwerbsteuer wird erhöht auf eine Art. Und dann, ich meine, ist auch eine feine Sache. Meine Frau macht das auch gerne leiden. Den Brunnen hier haben sie gemacht. Und die Stadthalle, wenn ich das zu sagen hätte, ich würde die abbrechen und neu machen. Und richtige Veranstaltungen machen. Das hätte ich gemacht. Vom Preis her gesehen, in der Zeitung her gesehen, war vom Preis her kein großer Unterschied. Aber wenn sie jetzt eine halbe Million mehr bezahlt hätten und hätten dann die Grundsteuer erhöht auf ein paar Pfennige, hätte ich gesagt, okay, das ist in Ordnung. Ja. Aber so war das nicht in Ordnung. Ja. Die bauen das Ding um und dann erhöhen sie die, Grunderwerbsteuer. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Vielleicht mal ein Statement zu der Stadthalle von meiner Seite. Ich bin ja hier seit 2 Jahren Stadtbaurat. Die Projekte Stadthalle sind schon welche, die vor der Zeit auch beschlossen worden sind. Das Thema, in dem wir momentan hängen, ist, wir kommen da gar nicht mehr raus, weil die Stadthalle ist im Inneren schon saniert worden. Von außen sieht sie nun wirklich in die Jahre gekommen aus. Und man hatte in der Vergangenheit mal gedacht, es würde reichen, wenn man da einen Eimer Farbe nimmt und überpinselt. Das wird aber nicht reichen. Das heißt, Sie haben an der Stelle schon recht, das wird auch noch mal einige Millionen kosten, sich dieser Stadthalle zu widmen. Und aus der Sicht, wenn man das vielleicht mit ein bisschen Abstand und langjährig anguckt, ist die Frage durchaus berechtigt, war das denn die richtige Entscheidung? Hätte man da vielleicht auch lieber sagen müssen, komm, wir nehmen die ganz weg oder so? Ja, einfach deswegen, weil diese Halle im Inneren auch nicht so sonderlich effizient organisiert ist. Und von daher, da kann ich Ihre Rückmeldung schon gut verstehen. Jetzt hängt man da drin. Ne? Das wird noch einige Jahre dauern, weil man sich auch so große Projekte nicht alle gleichzeitig leisten kann. Wir müssen ja die Feuerwehr neu bauen und das ist parallel gar nicht machbar. Die Stadthalle jetzt so gesehen
auch im gleichen Atemzug zu machen. Nein, aber, ja. ich kann es nicht genau sagen. Ja. Die Stadthalle, das ist halt vielleicht ohne Dach gerechnet. Und demnächst geht das Dach kaputt, dann kostet es wieder. Und wenn Sie das alles umrechnen, was das kostet, dann wäre eine neue Stadthalle und etwas größer vielleicht bauen und etwas besser, dass Sie hier auch mal Veranstaltungen richtig reinkriegen. Das so. Ist ein kleines Städtchen. Ja, ne? Ja. Aber also ich kann das so, Ihre Meinung ganz gut akzeptieren, aber da muss man jetzt auch einfach sagen, ja gut, diese Diskussion, die ist gar nicht mehr zu führen. Man hat sich seinerzeit, ist jetzt schon glaube ich 4 Jahre her ungefähr, entschieden, es so zu machen. Ja, ob es am Ende richtig klug und langfristig wirtschaftlich war, muss man sehen, muss man vielleicht ein Fragezeichen hintermachen, aber ja, wir müssen jetzt konstruktiv mit dem umgehen, was dort ist. Aber danke erstmal, dass Sie da Ihre Meinung gesagt haben. Ja, das kann ich ruhig sagen. Gefällt Ihnen das denn hier, wo Sie sitzen? Denken Sie, dass das gut war, überhaupt das hier zu machen? Ja, meine Frau findet das gut. Das ist eine feine Sache, aber wenn man kein Geld hat, dann sollte man das nicht machen. Ja. Ich kann nicht die Grunderwerbsteuer, ja. Sie wissen das, Sie müssen immer von der allgemeinen Leute ausgehen, ja. Erhöhen, ja. Ja. Kann jeder Dumme. Ja. Ja. Das ist einfach so. Ja. Kosten senken, ja. Und sagen, hier, ja. Wir machen das etwas später und ja. Dann haben wir das Geld, dann ja. Ist es in Ordnung. Ja. Erhöhen, das kann ich auch. Ja. Da brauche ich nicht studieren ja. Oder sonst was. Ja. Da hole ich mir 3-4 Leute und sage, hör mal hier, das Geld reicht nicht, was machen wir? Und der sagt mir die Vorschläge und dann kann ich das ist nicht in Ordnung. Ich finde Ihre Rückmeldung aber insofern wichtig, dass Sie nämlich auch klar sagen, Sie wären ja sogar bereit, auf was zu verzichten. Weil oft hat man nämlich das Problem natürlich, Geld einsparen kann man nur dann, wenn man auch mal bereit ist, mindestens für eine bestimmte Zeit, vielleicht etwas zu verzichten oder auch einen anderen Standard zu akzeptieren. Und wenn man das täte, haben Sie vollkommen recht, dann könnte man auch auf Steuererhöhungen verzichten. Warum hat man das Theater denn so gebaut? Das ist auch neu. Hätte man ja auch sagen können, so viele Leute sind das nicht, wir machen das nicht so prunkvoll und machen das billiger, als Beispiel. Ja, das war ja auch eine Diskussion, ich habe es jetzt nur aus der Ferne erlebt, war damals noch nicht in Gütersloh, die Stadt so ein bisschen gespalten hat. Ne? Ich glaube, es ist ja damals auch umgeplant worden, der ursprüngliche Entwurf war ja noch größer und damit auch teurer, sodass man es damals dann, ich sage mal so gefühlt, um ein Drittel auch geschrumpft hat. Ich glaube persönlich, dass es ein Theater braucht, dass wir auch als Stadt ein Theater brauchen. Die Diskussion spielt eigentlich so in diese Stadtteilendiskussion mit rein. Ne? Was macht man eigentlich? Baut man einen Theatersaal an? Wissen Sie, mir ist das egal, aber ich arbeite für mein Geld. Ja. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Geld ausgeben. Und die Stadt, die macht das einfach einfacher. Dann sagen sie einfach Müllgebühren oder hier bauen die Bushäuschen ab. Ob es jetzt richtig oder verkehrt ist, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ich lese das nur in der Zeitung. Mhm. Und manchmal frage ich mich da oben, ob hier oben noch ganz echt in den Birnen sind. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Mhm. Und da können Sie hier vielleicht ältere fragen. Mhm. Ich werde jetzt 63 und im Grunde genommen ist mir das auch egal. Mhm. Aber wenn ich dazu denke, dann sage ich, die sind nicht ganz echt in den Birnen. Mhm. Wissen Sie, in jeder Firma wird gesehen, wo man die Kosten günstig, dass man nicht immer gleich sagen kann, raus. Irgendwo ist es. Und wenn ich das ein Jahr später mache. Mhm. Aber irgendwo sind doch irgendwo Grenzen gesehen. Oder nicht? Ja, es ist halt, also ich würde es so sehen, die Verwaltung versucht nicht, das Geld rauszuschmeißen, aber die Verwaltung muss natürlich das, was politisch beschlossen wird, auch umsetzen. Und manchmal ist vielleicht auch die finanzielle Situation der Stadt Gütersloh gar nicht so deutlich. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, die Stadt Gütersloh hat in den vergangenen 4 Jahren 40 Millionen Schulden abgebaut und zurückgezahlt. Von daher die Aussage, es ist kein Geld da und wir können uns gar nichts leisten, ist sicherlich nicht richtig. Aber es sollte verantwortungsvoll sein. Ja. Man muss schon schauen, dass man sich nicht dauerhaft Dinge ans Bein bindet, die richtig. Einem dann, wenn die Steuern nämlich wieder runtergehen, richtig. Wenn unsere Wirtschaft nicht mehr so gut läuft, richtig. Dann wieder auf die Füße fallen. Richtig. Und das finde ich genau richtig, dass Sie da Verantwortung einfordern. Okay, dann danke ich Ihnen erstmal. Wollen Sie der neue Bürgermeister werden? Ich bin einer von den 4 Kandidaten, die da antreten und versuche und hoffe, dass es klappt. Ja, warum nicht? Ja, danke. Ja, das mit dem Stimmen einfangen hat ja wunderbar funktioniert, aber eine obligatorische Frage, die fehlt noch, und zwar, warum glauben Sie, werden Sie der perfekte Bürgermeister für unsere Stadt Gütersloh? Ja, es war immer mein Wunsch, meine Kraft für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft einzubringen. Und es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich möchte nicht irgendwo Bürgermeister werden, ich möchte das hier in Gütersloh werden. Ich habe Freude an diesem Beruf, es macht mir Spaß, ich möchte mich dafür engagieren und ich glaube auch, dass ich die Menschen erreichen kann, und aus der Vergangenheit auch die Kompetenz mitbringe, oberster Dienstherr von 1400 Mitarbeitern zu sein, aber auch das Herz mitbringe, die Menschen dieser Stadt zu erreichen. Sprich, ich bringe Herz mit und ich bringe Verstand mit, diese Stadt in der Zukunft weiterzuführen. Deswegen denke ich, bin ich der richtige Kandidat.
Das waren sehr schöne Schlussworte und wir machen an dieser Stelle einmal Schluss mit der Folge mit Herrn Schulz. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Danke.